Nach der Einlieferung des AfD-Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla in ein Krankenhaus sind die Umstände weiter unklar. Die Zeitung Junge Freiheit berichtet von einem mutmaßlichen Anschlag mit einer Spritze während einer Wahlkampfveranstaltung im bayerischen Ingolstadt. Chrupalla soll einen allergischen Schock erlitten haben. Dem Bericht zufolge hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die Kripo ermittelt, hat sich öffentlich jedoch noch nicht zu näheren Details geäußert. Chrupallas Büro teilte mit, der 48-Jährige werde derzeit intensivmedizinisch überwacht. Seine Co-Vorsitzende Alice Weidel hat einen Wahlkampfauftritt zum Tag der Deutschen Einheit im bayerisch-thüringischen Mittelreuth abgesagt und war nach Mallorca geflogen. Ein AfD-Sprecher sagte, zuvor hätten sich Hinweise auf einen möglichen Anschlag verdichtet.